Weltjugendtag 2023 hier in Lissabon, hier im Deutschen Pilgerzentrum, hat gerade das Format Ask den Bischof stattgefunden. Und ich stehe jetzt hier mit Weihbischof Thomas Maria Renz aus dem Bistum Rottenburg, Stuttgart und grüße Sie ganz herzlich hier in Lissabon. Ja, grüß Gott. Ich freue mich auch, dass wir uns hier treffen. Und es ist ja ein ganz wunderbarer Ort hier, wo junge Leute sich begegnen können. Also ich bin ganz froh, auch hier zu sein. Ja, die jungen Leute gerade hatten auch ganz viele Fragen an Sie. Welche Frage hat Sie denn vielleicht besonders überrascht? Also mich hat nicht überrascht, dass auch Fragen kommen, die den synodalen Weg angehen. Wobei das, glaube ich, auch nur ein Teil von den Jugendlichen ist, die tatsächlich jetzt diese Fragen hierher mitbringen. Die Fragen nach Reformen in der Kirche. Mich hat sehr zum Beispiel überrascht die Frage nach dem Sinn des Leidens, also die sogenannte Theodizee-Frage, warum lässt Gott das Leid überhaupt zu? Das ist doch eine sehr komplexe Frage, vor allem wenn junge Menschen sie stellen. Ich habe versucht, dazu was zu sagen. Aus meiner Erfahrung, wie ich das sehe, ist letztlich ein unlösbares Problem. Wir können die Frage nicht so leicht beantworten, warum Gott das Leid zulässt. Aber es ist eine Frage, die alle Menschen beschäftigt und bewegt, früher oder später. Mich hätte natürlich auch noch interessiert, warum dieser junge Mensch, der diese Frage gestellt hat, warum er auf diese Frage kommt. Ist da vielleicht eine eigene Leiterfahrung oder so dahinter? Aber ich denke, das sind auch Fragen, die junge Menschen hierher mitbringen. Nicht nur die Freude am Glauben, sondern auch das Leid der Welt, das sie mittragen, das persönliche oder auch das allgemeine Thema des Leids und der Sünde und des Todes. Ja, weil Sie gerade auch gesagt haben, Sie versuchen den Menschen da auch eine Antwort zu geben, den Jugendlichen, die solche Fragen hier mit hernehmen. Und ich denke, die Kirche kann ja auch gerade in solchen tiefen Fragen Antworten geben, auch den Jugendlichen heutzutage. Man hört immer wieder, dass Depressionen stärker werden, auch gerade unter jungen Menschen. Wie kann denn die Kirche den Jugendlichen Halt und Hoffnung geben? Ja, indem sie auf alle Fälle die Persönlichkeit der Jugendlichen stärkt. Das ist uns in der Jugendarbeit bei uns im Bistum Rottenburg-Stuttgart, wo ich zuständig oder verantwortlich bin für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit, ganz wichtig, dass wir junge Menschen in ihrer Persönlichkeit stärken, ihnen Mut machen und sagen, in dir liegt so viel Potenzial, du bist von Gott geliebt und er hat in dich so viel hineingelegt, dass du entfalten kannst. Paulus sagt, ihr habt eure Begabungen nicht nur für euch bekommen, sondern damit sie anderen nützen. Und diese Begabungen zu entfalten, damit sie anderen nützen, da können viele junge Menschen heute einen ganz wichtigen Beitrag leisten, dass sich die Welt ein Stück weit verbessert. Und ich glaube, wenn diese jungen Menschen vom Weltjugendtag wieder nach Hause gehen und spüren, in mir liegt der Schatz des Glaubens selber, in Gott hat mich dazu berufen, sein geliebtes Kind zu sein. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? In euch wohnt Gottes Geist. Wenn das wieder bewusst wird, dann können, glaube ich, junge Menschen ganz anders auch selbstbewusst auftreten in ihren Anliegen und über ihren eigenen Schatten auch springen und die Liebe Gottes den Menschen bezeugen. Ja, das ist vielleicht das, was die Kirche den Jugendlichen tatsächlich mit auf den Weg geben kann. Trotzdem, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, spielt der synodale Weg vielleicht nur in kleinem, aber doch auch eine Rolle. Also manche Jugendlichen haben dann schon auch die Fragen hier mit hergebracht, die eben die deutsche Kirche derzeit beschäftigen. Ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Erneuerungen der Kirche, sollten die von Strukturveränderungen abhängen? Also auf alle Fälle muss Kirche sich immer wieder erneuern. Aber reformieren, also Reform heißt ja Erneuerung, vom Lateinischen her heißt es eigentlich Form, Reform, wieder in die Form zu kommen. Dass ich wieder in der Gestalt Christi lebe. Dass ich wieder von ihm her inspiriert werde, das Beste für die Kirche zu tun. Die Fragen der Strukturreformen, die jetzt auf dem synodalen Weg behandelt worden sind, das ist das eine. Da müssen wir auch zu Lösungen kommen. Da sind wir noch nicht arg weit gekommen, weil es einfach jetzt auch mit dem synodalen Weg formal zu Ende gegangen ist. Aber unser Anliegen ist, glaube ich, auch verständlich, dass wir diese Fragen in den weltweiten synodalen Prozess einspeisen, weil wir als Weltkirche gemeinsame Wege mit anderen Teilkirchen suchen müssen. Aber die persönliche Frage, wie kann ich wieder in Form kommen? Wenn jemand zum Beispiel sportlich ist und hat einen Durchhänger, dann muss er wieder langsam anfangen zu trainieren, um wieder in Form zu kommen. Und reformieren heißt, ich muss mich zurück auf Jesus Christus besinnen und auf meine Berufung, die ich von ihm her habe. Ihr seid das
Salz der Welt, ihr seid das Licht der Erde. Das ist ja das, unser Auftrag eigentlich. Wenn wir uns immer nur mit uns selber beschäftigen, uns selber bespiegeln, uns selber bemitleiden, dass wir als Kirche bei den Menschen so schlecht ankommen, dann geht es um uns, aber es dürfte uns ja nicht um uns gehen, sondern es muss uns um Jesus Christus gehen. Insofern braucht es die Strukturreform, die wir weltkirchlich angehen müssen, und es braucht die persönliche Glaubensreform, dass ich wieder mich im Glauben von Jesus Christus erneuern lasse. Ja, und wie kann man jetzt als junger Mensch ein echter Jünger Jesu werden, also ein echter Nachfolger und vielleicht dann auch daheim, wenn man wieder zurück ist aus Lissabon, den Glauben oder das, was man hier erfahren durfte, weitergeben? Also da würde ich vor allem sagen, die jungen Leute sollen von hier mitnehmen die Erfahrung, dass das Feuer in ihnen wieder brennt. Ich glaube, dass viele am Ende dieser Woche nach Hause zurückkehren werden und sie spüren, die Liebe Gottes ist etwas, was in mir brennt. Da ist wieder der Funke übergesprungen, und da muss man gucken, dass man möglichst lange aus dieser Begeisterung lebt. Wenn man alleine bleibt, ist es schwierig. Zur Begeisterung gehören andere dazu, mit denen ich sie teilen kann. Deswegen sagt Jesus auch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich unter ihnen. Deswegen würde ich jungen Menschen auch empfehlen, dass sie wenigstens zwei oder drei andere, sei es eine Gebetsgemeinschaft oder eine andere Form von Glaubensgemeinschaft, Weggemeinschaft, sich suchen, damit sie nicht auf der Strecke bleiben. Wenn ich alleine bleibe als junger Mensch in der heutigen Zeit, in den vielfältigen Herausforderungen dieser Zeit, glaube ich, dass es sich nicht durchhalten lässt. Also wir brauchen wieder kleine Zellen von Glaubensgemeinschaften, von Glaubensfamilien oder wie auch immer man das dann formuliert. Und das wünsche ich, dass die jungen Leute, wenn sie wieder nach Hause kommen, auch das, was sie hier in diesem großen Format von Weltjugendtag, riesengroße Gemeinschaft von jungen Leuten im Glauben, wenigstens in einer kleinen Form bei sich zu Hause auch weiter verwirklichen können. Ja, die Jugendlichen haben ja hier die Chance, ganz vielen anderen Jugendlichen aus anderen Nationen und Ländern zu begegnen und da auch zu erfahren, wie die Jugendlichen ihren Glauben leben und was für diese Jugendlichen Kirche bedeutet. Was bedeutet Ihnen denn der Weltjugendtag als Ganzes? Also für mich ist es einfach eine ganz große Glaubenserneuerung, Glaubensbestärkung, auch für uns Ältere. Ich gehöre ja jetzt schon zu den Veteranen. Es ist schon mein 8. Weltjugendtag, den ich miterleben darf, und war schon in bis auf Afrika in allen Kontinenten sozusagen. Gut, Asien war ich selber auch noch nicht dabei, aber in Australien und in Kanada und dann natürlich in Europa mehrmals. Also für mich war es immer auch eine Glaubenserneuerung und Glaubensvertiefung. Also diese Begegnung mit so vielen jungen Menschen, die suchen. Sie suchen ja auf der einen Seite, aber die auch glauben auf der anderen Seite, die ja ihre Glaubenspraxis, ihre Glaubensfreude auch mitbringen und mit anderen hier teilen, das springt auch auf die Älteren über. Und deswegen glaube ich, dass die Ermutigung im Glauben tatsächlich das ist, was die Menschen, die hierher kommen, diese jungen Menschen auch wirklich mitnehmen können für ihren Alltag. Das hoffe ich und wünsche ich Ihnen natürlich auch. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch ganz viel Freude hier auf dem Weltjugendtag in Lissabon, Herr Weihbischof Renz. Und genau, nach dem Segen frage ich Sie jetzt nicht, aber vielleicht ein kurzes Gebet für alle Jugendlichen, die jetzt hier sind in diesen Tagen. Gerne. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, für diese Tage hier in Lissabon und bitten dich für alle diese jungen Menschen, die jetzt hierher kommen, aus der ganzen Welt, aus allen Richtung, Himmelsrichtungen, die zusammenkommen, um dich zu preisen, dich zu feiern, dich zu loben, dich neu zu entdecken als den Herrn und die Quelle ihres Lebens. So segne du alle, die jetzt hier sind in diesen Tagen, und lass sie mit neuer Glaubensfreude im Herzen dann wieder nach Hause zurückkehren. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Dankeschön. Gerne.